Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unserer beliebten Infosendung Back to the Bachness aus den Kölner Balloni-Hallen mit Live-Musik von Concerto Köln und Benjamin Appel. Auch die Moderation durch die Schülerschaft war hervorragend. Ist auch in meinem Bekanntenkreis sehr gut angekommen und das war mal eine echte Auflockerung. War gut. Ja, also dafür bitte ich Sie erstmal einmal alle aufzustehen, ein bisschen für den Kreislauf. Ja, ich bin überrascht. Es hat mir echt viel Spaß gemacht, Freude. Ich fand es auch super inspirierend. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von klassischer Musik. Fand ich heute sehr, sehr schön. Das würde ich auf jeden Fall nochmal begrüßen, weil das kommt lockerer rüber. Es ist eben nicht so angespannt klassisch, ernst, sondern es ist eben etwas Lockeres, was eben auch zum Mitmachen anregt. Dann das Klatschen zum Beispiel, das war gut. Sind Sie wirklich wegen der Musik hier oder weil Sie eine Freikarte bekommen haben? Nein, ich bin wegen der Musik hier. Ja, glauben wir mir jetzt. In seinem heutigen Video berichtet er über die Bauernkantate mit dem Titel Wir haben neue Oberkind, die Bach in seiner Zeit als Thomaskantor in Leipzig schrieb und 1742 uraufführte. Ja, ich finde, das ist ein super schöner Stilbruch zur Klassik. Es ist halt sehr modern, sehr lustig, unterhaltsam. Trotzdem aber hat es natürlich auch einen tieferen Sinn. Und das finde ich eine gute Idee, das so rüberzubringen. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Also wunderbar. Vielen Dank an so ein tolles Publikum und viel Spaß Ihnen noch heute Abend. Die Musikvermittlung steht ja immer vor dem großen Problem oder der großen Herausforderung, wie man Jugendliche oder in diesem Fall junge Menschen an einem künstlerischen, an einem kreativen Prozess beteiligt. Denn jeder lebt ja so in seiner eigenen Welt. Und da hatte ich die Idee, dass die Konzertmoderation, also die Präsentation eines Konzertprogramms, dass das ein ideales Experimentierfeld für Jugendliche sein kann. Und so haben wir mit dem Musikkurs aus dem Gymnasium Köln-Pesch seit Februar dieses reine Bach-Programm studiert, wir haben Recherche betrieben, wir haben Musikgeschichte und die Hintergründe, wir haben Bachs Biografie beleuchtet und haben uns dann Gedanken gemacht, wie wir dieses doch recht anspruchsvolle Bach-Programm präsentieren können. Und dabei sind ganz tolle Ideen entstanden, wie diese Moderation in Form einer TV-Sendung präsentiert wird, mit Einspielern, mit kleinen Reportagen, mit Videoclips, die Schüler selber entwickelt haben. Und ich hoffe, uns ist es gelungen, diese beiden Welten zu verbinden und junge Menschen auf die Bühne zu stellen, die nicht von Hause aus klassikaffin sind, die vielleicht auch nicht selber ein Instrument spielen, aber trotzdem kann man was zusammen machen. Und beide Seiten haben da, glaube ich, einen enormen Weg zurückgelegt. Also das Orchester Concerto Köln hat sich auf dieses Experiment eingelassen. Und die jungen Menschen haben einen Komponisten Bach, der 300 Jahre alt ist, doch in ein ganz neues Licht gerückt.